Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Edna bricht aus. Es ist schon ein wenig länger her, weil ich beim letzten Mal, am Montag war Feiertag und da habe ich mir glatt mal meinen Urlaub gegönnt und war deswegen leider nicht zu Hause und beziehungsweise am Computer so zugänglich, dass ich für euch aufnehmen konnte. Was jetzt ansteht, wir wurden letztes Mal von dem Wächter gefasst, der uns dann wieder zurück in die Zelle geschleppt hat. Irgendwie habe ich da, glaube ich, was falsch gemacht, weil wir, glaube ich, schon irgendwie von dem loskommen müssen. Dafür haben wir ja hier auch uns diese Lüftung aufgemacht, dass wir hier reingehen können. Ich glaube nämlich, dass das durchaus möglich ist, dem irgendwie zu entfliehen. Wenn wir jetzt zur Tür gehen, was sie irgendwie gerade keine Lust drauf hat. Vielleicht von hier aus? Ja, hier will sie zur Tür gehen. Jetzt ist die Tür doch auf einmal wieder gut genug. Oh. Oh. Es wäre schon irgendwie ganz nett, wenn du Ton hättest, Edna? Jetzt habe ich schon Elsa gesagt. Option, Musik ist aber an. Spielen. Okay. Ich rede einfach mal noch mit irgendwas, um zu gucken, ob das funktioniert. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein romanischer Pilaster mit breitem Intercolumnium wäre, würdest du dich das nicht trauen? Okay. Was auch immer das gerade sein sollte. Jetzt sehen wir doch bestimmt den da nochmal rumhocken. Wenn wir jetzt die Treppe runterrennen. Wahrscheinlich geht es nicht, ne? Oh, oh. Ich verdufte lieber. Okay, jetzt schaffen wir es vielleicht, dass wir ganz schnell, bevor um die Ecke kommt, reingehen. Weil ich glaube, beim letzten Mal stand die Säule davor. Genau. Und jetzt gehen wir zum Fenster. Ha, das funktioniert. Okay, das heißt, wir können vor ihm fliehen. Bringt uns das irgendwas? Ah, Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Voll mies, wie sie über ihn herzieht. Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Dann kannst du was erleben. Ja, das ist nämlich eigentlich ganz schön krass, dass die da so barfüßig durch die Gegend latscht. Wenn ich jetzt da lang gehe, dann krallt der mich bestimmt. Deswegen gehe ich einfach mal darum. Jetzt weiß ich auch, wofür die Säule ist. Wenn wir da jetzt wieder reingehen, dann können wir doch garantiert von innen dann die Säule vorschieben. Wir gehen einfach quasi hier in den Schacht rein, dann hier ins Büro. Mit den netten kurzen Ladezeiten. Ist da wirklich so viel? Hehehe. Habe ich noch den Kugelschreiber? Ups. Ich habe ihn sogar noch. Ich kann hier noch alles anmalen. Und jetzt schieben wir schnell die Säule vor die Tür. Haha. Jetzt müsste es gehen. Oder müssen wir da noch irgendwas draufstellen? Weil ich meine, wir haben sie ja gerade von innen auch aufbekommen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Fehler war. Ja, wahrscheinlich, ne? Weil wir sonst das Spiel hätten nicht weiterspielen können. Da wären wir ja gar nicht. Obwohl, doch, wir wären rausgekommen. Wir hätten dann einfach durchs Büro gemusst. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall um die Ecke gegangen. Verdammt! Nicht so schnell, Süße. Hab ich dich doch noch erwischt. Hä? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Wie bist du da rausgekommen? Oh, Mist. Marsch zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Oh. Läppisch. Mm. Da musst du schon früher aufstehen. Okay. Ja. Aber so von der Idee her war das eigentlich gut. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen Warte, konntest. Wie kann ich das nochmal überspringen? Aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Mit Enter? Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Sachen überspringt. Okay, dann gehen wir jetzt einfach nochmal durch den Schacht. Okay, keine Ahnung, warum ich jetzt gerade nicht in die Tür gekommen bin. Probieren wir das Ganze einfach nochmal geschwind. Ist ja jetzt nicht so irgendwie, dass ich hier schon zweimal durchgelaufen bin oder so. Ich konnte irgendwie nicht auf die Tür klicken. Vielleicht... Ah, halt, gehen wir da lang. Da lang. Da lang. Sparzeit. Als einmal außen rum zu latschen, glaube ich zumindest. Okay, gehen wir mal auf Nummer sicher, dass wir in die Tür auch reinkommen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier stehen.
Nein. Warum nicht? Die Tür ist... Ich komme da gar nicht rein. Wieso? Benutze Säule. Benutze Säule. Jetzt komme ich rein. Okay, das war anscheinend irgendwie verbuggt oder sowas. Wenn ich jetzt hier hinlaufe, dann kommt man auch in die Tür rein. Okay, dann probieren wir das doch einfach nochmal. Oh, so sieht Edna etwas. Hey! Hey! Oh, oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Komm, lauf ein bisschen schneller. Warte gefälligst! Ich warte ja schon, siehst du es nicht? Okay, rein in die Tür. Und raus aus dem Fenster. Okay, jetzt dürften wir es haben. Okay. Was soll da? Ja. Feigling, Feigling. Irgendwann werden wir runterkommen müssen. Okay, probieren wir das einfach nochmal neu. Im Moment ist er in diesem Zimmer drin. Das heißt, wenn wir jetzt hier durch die Dachluke gehen, durchs Gitter, was voll kein Gitter mehr ist, just saying, und dann da wahrscheinlich noch ein Lexikon drauflegen. Ich schätze mal, dass es so sein muss. Weil sonst anders kann ich mir nicht erklären, dass der da wieder rausgekommen ist. Außer wir haben es irgendwie... Außer er... Ja, das war ja davor auch so verbuggt. Benutzen Säule. Jetzt noch das Lexikon drauflegen. Ah, das stimmt sogar wirklich. Was zum... Hey! Oh mein Gott. Das ist immer mega, was soll das? Ich bin hier noch drin. Hallo. Hallo. Hulgor. Wer ist Hulgor? Dr. Marcel. Irgendwer. Nope. Oh, das ist irgendwie immer so ein mega Erfolgsgefühl, wenn man sowas rauskriegt, weil ich hab's nicht in der Lösung nachgeschaut. Ich schwör's. Geh zur Treppe. Halt, können wir eigentlich auch noch den... Das war eine schlechte Idee. Ich wollte noch zurück zur Tür. Kann ich wieder hochgehen? Ja. Nein, nicht runter. Falsche Richtung. Hoch. Und jetzt hier auch wieder hoch. Gehe zu hoch. Okay. Und jetzt hier mal gucken wir uns mal die Tür an. Auch von dieser Seite verschlossen. Können wir jetzt von anderer Seite reden? Was sagst du nun, Tür? Ich bin draußen. Ha, sie schmollt. Habe ich es mir gedacht. Okay, das heißt, hier haben wir nichts mehr zu finden. Dann gehen wir mal runter und gucken uns ein bisschen um. Das ist ein Sichtfenster. Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Oh je. Das heißt, wir sollten nicht in dieses Ding reingehen, sonst dürfen wir gleich schon wieder von vorne anfangen. Was ist hier? Also sonst ist hier nichts, ne? Nee. Okay, dann gucken wir mal hier. Was bewacht er denn? WC. Okay. Geh zur Tür. Pflanze. Sehen wir uns mal die Pflanze an. Zieh mal die Pflanze. Geil. Ah, die Freiheit. Okay. Gucken wir mal auf der Toilette nach. Oh je, anscheinend eine Männertoilette. Erstmal Hände waschen. Oh, okay. Muss ich das jetzt verstehen? Ich hätte irgendwie gedacht... Unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Ja. Das ist natürlich hart. Gucken wir uns mal das Waschbecken genau an. Im Bade steht. Ahaha. Statt im Buche, ne? Falls ihr es nicht... Seife. Gründerin der Zivilisation. In der Tat. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Oh, was ist, wenn wir mit dem Spiegel reden? Das interessiert mich. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Coolste im ganzen Land? Edna. Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Gut gemacht, Harvey. Können wir hier irgendwas mit benutzen? Also ich meine im Inventar. Vielleicht können wir den Spiegel kaputt bashen. Was? Ach, kaputtes Stuhlbein, gespiegelt. Wie gut. Mist. Das hat jetzt was genau gebracht?
nein. Meine Sachen bleiben so schön schmutzig, wie sie sind. Okay. Können wir das vielleicht... Ich will irgendwie immer alles kaputt bashen. Ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Oh. Du hast doch damit überhaupt keinen aufgespießt. Nein. Ich möchte, dass das Blut... Ja, okay. Da gibt's schon ein bisschen mehr Sinn, ja. Okay, das heißt, hier drin ist erstmal nichts. Hier müssen wir wahrscheinlich später nochmal rein, schätze ich mal. Ups, da bin ich gegen mein Dingsbums gestoßen. Gegen meinen Tiss. Gummibärchen. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Natürlich. Alt und ungenießbar. Ich dachte schon. Können wir den nicht behalten? Ich hätte ihn gern behalten, damit hätte man, In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Sonst hätte man das vielleicht irgendwie in die Tür reinstopfen können oder sowas. Kalender können wir uns nicht ansehen. Können wir mit der Kaffeemaschine das nehmen? Ich habe vielleicht kleptomanische Anwandlungen. Aber jemandem die Kaffeemaschine zu stehlen, das wäre Barbarei. Meinst du? Vielleicht können wir sie benutzen. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Das ist natürlich blöd. Wenn wir jetzt das... Können wir das Foto nehmen? Das ist an der Wand befestigt. Ach. Macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Man hätte es zum Frisbee-Scheiben benutzen können oder sowas. Können wir die Seife mitnehmen, damit die Matratze ausrutscht? Hm, glitschig. Haben wir jetzt Seife? Nein. Hauen wir mal den Wasserhahn kaputt. Nein. Ich möchte... Okay. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Edna! Oh Gott. Nicht nett. Den Stuhl können wir nicht benutzen anscheinend. Und sonst können wir auch nur wieder ans Fenster gucken. Oh, da oben habe ich noch nicht reingeguckt. Ach, komm schon. Ein Sperrholzbrett an Stiftscharnieren versperrt mir Einblick in die Hängekonsole. Ja, dann. Meine tollen Sachen gehören nicht in die... Sie gehören auf eine grüne... Da können sie... Oh, sorry, dass ich das gerade übersprungen habe, irgendwie. Die ist festscharniert. Festscharniert. Nein, eigentlich wollte ich sie benutzen, um sie zu öffnen. Na, also. Müsli, ich will alles. Vitamino. Mit dem besten aus 3 ausgewählten Kaninchenstellen. Oh, das ist aber nett. Nimm Müsli. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Tja, dann nimm halt die Cornflakes. Ach, die mochte sie also. Vielleicht willst du auch die Marmelade? So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Hab ich mir fast gedacht. Oh Gott, was ich mit diesem ganzen Zeug dann noch anfangen soll. So wie es aussieht, sind sie am... Okay, die sind am selben Dingsbums. Wofür können wir denn Cornflakes gebrauchen? Ups. Hey, da war... Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Wie gut. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Das war gerade voll aus Versehen. Jetzt habe ich eine Polizeimarke. Nein, nein. Hm, lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ach, Edna. Ich wollte eigentlich irgendwas mit irgendwas anderem benutzen. So zum Beispiel Kugelschreiber mit Comic-Heft. Nein, Edna, aufhören. Oh. Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Wieso nicht? Das wäre respektlos. Findest du? Respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Wie geil. Jeder benutzt die Texteinblendung. Ich glaube, die kann man gar nicht abstellen. Die Einstellungen sind hier ja etwas begrenzt. Okay, das heißt, hier war jetzt weiter nichts drin. Das klingt gerade alles so ein bisschen wie Wish You a Merry Christmas. Hier geht's gar nicht lang. Oh. Man kann die Pflanze nehmen. Die ist zu groß. Und außerdem vollkommen nutzlos. Ich weiß sowieso nicht, wo du das mit dir rumträgst, Edna. Du hast nämlich irgendwie nicht wirklich irgendwas, mit dem du das tragen könntest. Ich werde dann wahrscheinlich ganz am Ende zu versuchen, zu dem Wächter reinzugehen, weil ich will es nicht zu früh probieren, weil am Ende... Oh, das heißt, garantiert müssen wir dahin. Gehen wir mal da rein. Oh mein Gott.
Wie creepy. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Was ist das? Ah, das ist nix. Okay. Benutzt den mal. Setz dich mal drauf. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Dachte ich mir fast. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Na, du musst dich draufsetzen. Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung. Ja, du solltest das sowieso nicht machen. Da kannst du mal irgendjemand anderen draufsetzen. Kann man den Hebel benutzen? Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Na und? Okay, anscheinend ist hier sonst nichts. Ja, dann gehen wir wieder raus, weil damit will ich jetzt sowieso noch nichts anfangen. Hier habe ich gerade... Das ist dann doch wahrscheinlich etwas zu viel für mich. Und die Tür können wir ja wahrscheinlich nicht benutzen, wenn da nicht ein Pfeil draufsteht. Die ist verschlossen. Ja, Mist. Okay, dann gehen wir treppab. Oh, aber mir fällt gerade auf, ich sollte mal einen Part-Schnitt machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Keller und bei dem Wächter oben. Schauen, was uns so alles passieren wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschö mit Ö!